Wer von Ihnen die Gesprächsrunde vielleicht schon gesehen hat, hier zur Transportlogistik, der hat mitgekriegt, dass das Stichwort auf gut Deutsch Ballermänner gefallen ist. Die großen Kisten, die man auf den Straßen sieht, da darf natürlich einer nicht fehlen. Das Fahrzeugwerk Bernhard Krone, dazu begrüße ich Herrn Ralf Faust, Geschäftsführer für die Bereiche Kundendienst, Service und Telematik. Hallo. Hallo, Herr Kischkes. Schön, Sie hier zu sehen. Wir haben schon gesagt, die großen Kisten, da steht ja auch ganz oft Krone drauf. Bei den Trailer-Kunden, wie ist da die Nachfrage nach Telematik? Welche Produkte sind denn da besonders interessant für die? Also wir haben in den letzten 12 Monaten stetig steigende Nachfrage nach Telematikprodukten, auch als OEM-Teilnehmer. Im Schnitt kann man sagen, ungefähr 13% aller produzierten Fahrzeuge heute, die das Werk insbesondere in Werlte und Lübtheen verlassen, haben eine Telematik. Ganz starke Nachfrage allerdings im Bereich der Kühlfahrzeuge, temperaturgeführten Fahrzeuge, aber auch die Pharma-Trailer. Da ist es heute so, dass fast 50-60% aller Fahrzeuge bereits mit einer kompletten Telematik ausgestattet werden. Welche Funktionen sind denn für Ihre Kunden noch interessant oder ganz weit oben? Also man muss wirklich sagen, dass wir insbesondere, wenn man aus dem Temperaturbereich herauskommt, Pharma-Transporte, Safety-Transporte, Lifetime-Überwachung, das klassische GPS-Signal natürlich, aber die ständige Temperaturüberwachung, ganz großes Thema. Natürlich daraus auch die entsprechende Alarmfunktionalität, das heißt Tanksensorik, ganz wichtig an der Stelle. Die Alarmsensorik fürs Kühlgerät aus dem Prozessor des Kühlgerätherstellers heraus. Welche Teile sind kaputt? Wo gibt es einen Schaden? Und das Ganze geht hin bis zur Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt, insbesondere werden heute mehr und mehr Ladungen auch auf der Bahn transportiert. Da ist es elementar wichtig, dass also auch der Kunde, unser User der Telematik, heute Eingriff nehmen kann auf die Setpoints, auf die Infrastruktur des Kühlgerätes und eine wirkliche Kommunikation über die Ferne dann letztendlich darstellt. Der intelligente Trailer ist natürlich ein Punkt, der jetzt hier sehr interessant ist, weil er sicherlich einige Funktionen davon vereint. Welche Telematikfunktionen werden denn da präsentiert und wann kann man den erhalten? Also wir haben neben dem klassischen Telematik am Kühlgerät mit Temperaturen natürlich da am intelligenten Trailer noch ein paar Highlights eingebaut. Zum einen natürlich klassische Türkontakte, das heißt der Kunde sieht auch in unserem Portal historischen Verlauf aller Türöffnungen. Ganz wichtige Geschichte für die Safety-Transporte an der Stelle, aber auch ein intelligentes Türverriegelungssystem. Da haben wir eine intelligente Lösung geschaffen, aber auch bis hin zu EBS. Das heißt, wir verwalten dort auch heute das ODR-Protokoll mit unserem Bremsenhersteller. Und mit dem haben wir auch eine Reifenluftdrucküberwachung inzwischen eingebaut. Und eine derartige Zusammenführung von Funktionen führt dann auch zu der Bezeichnung intelligenter Trailer, weil man viel Hardware direkt integrieren kann und am Werk ausliefern kann. Genau. Ja? Wie sieht das denn in der Zukunft aus? Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Werden das die andere Hersteller ebenfalls übernehmen, dass sie ihre Telematiklösung, direkt am Werk verbauen? Oder wie sehen Sie da den Trend? Also ich glaube, Herr Kluszewski, dass der Trend klar dahin geht, dass der Nachrüstmarkt zukünftig weniger an Bedeutung nimmt und wir erleben werden, dass diese Technik, die jetzt verfügbar ist, in den OEM, also in der Standardausführung der Trailer, gleich mit eingebaut wird. Das Entscheidende ist, dass natürlich die Software und auch die Verfügbarkeit der M2M-Karten, die Plattformstrukturen sicherlich ein separater Markt sein wird. Wir als Trailerhersteller sehen uns da auch eher in der Funktion, dass wir die Standarddaten dann in die jeweiligen Software oder Kundenportale auch reinspielen, sodass wir natürlich nicht unbedingt unser Portal morgen verkaufen werden. Aber die Verknüpfung in diese Telematikwelt, glauben wir bei Krone, ist ein ganz deutliches Signal, dass man nicht auf eigene Portalstruktur setzen kann, sondern man muss sich da flexibler positionieren, sodass wir also dem Kontraktlogistiker, den Frachtbörsen, allen Beteiligten in dieser Struktur mit einem hohen Sicherheitsgrad dann diese Daten auch zur Verfügung stellt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Den hatten wir auch in der Gesprächsrunde gestern mit dem Herrn Warnke von MAN. Da hatten wir das Thema, Daten in andere Telematiksysteme zu integrieren, die Bereitschaft dazu. Da wurde von einem Anbieter
angemerkt, dass es tatsächlich Anbieter gibt, die sich davor komplett verschließen. Herr Warnke und Herr Burmeister von der Euroleasing sagten aber auch ganz klar, man muss sich öffnen. Es gibt zu viele Systeme, die kann man nicht alle abdecken und manche können dieses Zusammenfassen einfach besser auf den Kunden zurückschneiden. Wichtig ist, dass man qualitativ hochwertig die Daten liefert und zuverlässig. Das bestätigt Herr Faust selbstverständlich auch. Freut mich sehr für die Information, freut mich sehr für Ihre Anwesenheit. Ich danke dafür recht herzlich. Wünsche Ihnen schon mal eine erfolgreiche Messe. Ihnen auch, herzlichen Dank. Ihnen wünsche ich noch einen angenehmen Tag und vielen Dank für Ihr Interesse am Interview. Vielen Dank.